Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medical Fitness, VHK Coach und Tanztrainerin. Meine ganz große Vision ist es, Bewegung und Achtsamkeit in den Alltag von allen Familien dieser Welt zu bringen. Und ich bin dir unglaublich dankbar, dass du dir deine Zeit genommen hast, dich heute von mir inspirieren zu lassen, auch mehr Bewegung und Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren. Ich sende dir heute warme, sonnige Grüße aus dem wundervollen Slowenien. Und ich bin unglaublich dankbar, hier zu sein. Jetzt gerade in diesem Moment sitze ich hier auf einem Waldweg oberhalb eines recht großen Bergbaches und umringt von riesigen bewaldeten Bergen. Es ist so ein wundervoller Blick hier. Und deswegen lass dich nicht irritieren, wenn du jetzt im Hintergrund ja das Rauschen vielleicht von dem Bach hörst oder von dem Fluss und die Vögel und die Insekten, die hier rumzirpen. Lass dich nicht davon irritieren und ja, behalte deinen Fokus weiter auf das Thema, was wir jetzt besprechen, denn wir sprechen tatsächlich über Fokus. Wie du vielleicht weißt, beschäftigt mich das Thema Fokus bereits eine ganze Woche, beziehungsweise zum Anfang des Urlaubs habe ich selbst meinen Fokus für einen Tag mal ein bisschen verloren. Ich habe mich aus dem Konzept bringen lassen, beziehungsweise habe ganz viel von meiner Energie in das Warten an einem Tunnel gesteckt und habe das zuerst gar nicht gemerkt. Und als wir dann in Kroatien ankamen, habe ich dann gemerkt, wie so alle Energie raus ist. Und das Problem ist, wenn man einfach die eigene Energie nicht für sich behält, nicht in seiner Kraft bleibt, und so ging es mir, ja, dann geht alles flöten. Und der Fokus ist nicht mehr da, wo er hingehört. Und man lenkt den Fokus auf Dinge, die ganz einfach nicht dich dorthin bringen oder mich nicht dorthin gebracht haben, wo ich hin möchte. Und so kam es, dass ich mich sogar von Dingen aus dem Konzept bringen lassen habe, wie dass meine Kinder sich um eine Schaufel streiten, obwohl von dieser Schaufel identisch noch eine zweite gibt. Und jede Mutter kennt das. Das sind Streitigkeiten unter Geschwistern, die mit wenigen kleinen Impulsen gelöst werden können und eigentlich überhaupt nicht der Rede wert, aber mich hat das wirklich einfach energetisch aus dem Konzept gebracht, weil ich jedoch selbst nicht in meiner Kraft war, ich selbst meine ganze Energie komplett runtergefahren habe, komplett abgegeben habe und ja, ich mich erstmal wieder neu fokussieren musste. Und das habe ich getan. Und als ich mich so damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass viele andere Menschen in meiner Umgebung noch viel, viel größere Herausforderungen mit dem Thema Fokus haben. Beispielsweise hat eine Frau, die ich in Kroatien kennenlernen durfte, mir den Satz gesagt: "Naja, ich will schon Sport machen, aber ich bin einfach zu faul." Und ich habe sie danach gefragt, wo denn ihr Fokus liegt. Was sie denn erreichen möchte. Und dann hatte sie mir auch verraten, dass sie einen Bandscheibenvorfall erlitten hat. Und ich habe ihr dann mehrere Impulse an die Hand gegeben, dass sie losgeht, dass sie ihren Fokus auf Gesundheit legt und nicht auf, ich bin faul. Ich kann das nicht, ich bin faul. Denn es ist letztendlich so, wo du deinen Fokus rauflegst, dahin gehst du auch. Wenn du deinen Fokus darauf legst, dass du zu faul bist und ja eh nur auf der Couch liegen kannst, weil du müde bist und weil du erschöpft bist, dann was soll denn das Universum dir geben? Was soll denn da bei dir ankommen? Du musst schon deinen Fokus dorthin lenken, wo du hin möchtest. Und wenn du etwas in deinem Leben ändern möchtest, dann richte den Fokus darauf. Richte den Fokus darauf, wenn du sportlich werden möchtest, wenn du gesund werden möchtest, wenn du ein aktives und bewegtes Leben führen möchtest, lege deinen Fokus darauf.
Du wirst zum Beispiel niemals losgehen, wenn du sagst, okay, du hast massive Rückenschmerzen, wahrscheinlich auch noch Übergewicht, Gelenkschmerzen oder was auch immer. Bringt es dir rein gar nichts, wenn du dann am Abend dich auf die Couch legst oder nach der Arbeit direkt und die Fernsehzeitung studierst. Du wirst nicht weiterkommen, weil da hast du null, null Fokus in die Richtung, wo du hin möchtest. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du deinen Fokus auf die Dinge lenkst in deinem Leben, wo du hin willst und nicht dorthin schaust, wo du nicht hin willst. Weil dann wirst du nicht in die richtige Richtung gehen. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, naja, und wie beginne ich denn jetzt gleich damit? Du musst dir ein Ziel ausdenken. Und ich rede davon meistens immer von den drei Ws: Was, warum, wie. Und bei was ist es ganz wichtig, dass du ganz einfach wirklich weißt, was du willst. Und du jetzt nicht anfängst, dass du sagst, ich will abnehmen. Ja gut, du willst abnehmen. Was denn? Was möchtest du abnehmen? Die Wäsche? Du musst schon genau formulieren, was du möchtest. Und am besten formulierst du es so, dass du in der Ich-Form, in der Gegenwart und so konkret wie möglich. Das heißt, ich möchte bis zum 31.12.2020 5 Kilo abnehmen. Und nun kommt das Warum. Und ich empfehle meinen Klientinnen immer, eine Art Vision Board oder eine Art Schaubild zu erstellen. Und das kann man super mit Kindern übrigens machen. Ich liebe das ja immer, solche Dinge wirklich mit den Kindern zu gestalten und wirklich bunt und so toll wie möglich einfach so herzurichten, dass man sich das gerne irgendwo hinhängt in die Wohnung, wo man es auch ständig sieht, weil das ist wirklich wichtig, dass du immer wieder daran erinnert wirst, dass du in der Mitte dein Was schreibst, also dein Ziel, so wie wir es gerade gemeinsam formuliert haben. Und drumherum ganz viele Dinge aufklebst, aufschreibst, was du möchtest. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, wie ich es gerade formuliert habe, ich möchte bis zum 31.12.2020 5 Kilo verloren haben. Und du hast zum Beispiel Gelenkschmerzen bereits, du hast einen Bandscheibenvorfall, dann klebe oder schreibe dir dein Warum auf, dass du ein gesundes, erfülltes Leben haben möchtest, dass du wieder aktiv gehen, wandern möchtest, dass du mit deinen Kindern rennen möchtest. Ich zum Beispiel weiß für mich, dass ich die aktivste und fitteste Granny ever werde. Ich werde definitiv mit meinen Enkeln und auch mit meinen Urenkeln noch richtig cool Fußball spielen. Das weiß ich jetzt. Das weiß ich, das weiß ich. Und ich mache in meinem Leben alles, weil das ist mein Fokus. Da möchte ich hin. Ich möchte die gleichen Dinge, die ich jetzt meinen Kindern gebe, auch später noch meinen Urenkeln geben. Und genau das sollte auch für dich einfach so ein Ziel sein. Es sollte für dich ein Ziel sein, ganz, ganz, ganz viele tiefgründige Warums zu finden, warum du sofort losgehst, warum du jetzt heute noch aufstehst und anfängst, für dein Ziel zu arbeiten. Es gibt drei Arten von Zielen. Einmal kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und kurzfristige Ziele. Bei kurzfristigen Zielen ist die Erfüllungsdauer bis zu einem Jahr. Das heißt aber nicht, dass wenn du losgehst, wenn du ein starkes Warum hast und dein Ziel fest im Auge hast, wenn du deinen Fokus so stabil darauf lenkst, dass nicht schon heute oder morgen die ersten Wunder, die dich zu deinem Ziel näher bringen, entstehen können. Jedoch musst du den Fokus darauf lenken. Und deswegen ist es wichtig, dir dein Ziel anzuschauen, es wirklich richtig konkret zu formulieren, es festzuhalten, schriftlich, bildlich, wie auch immer, was du für ein Mensch bist. Vielleicht bist du auch jetzt nicht der visuelle Typ, dann nimm vielleicht irgendwas auf für dich. Nimm ein Lied auf oder schreibe ein Gedicht, was du dir aufsagen kannst oder was auch immer. Wichtig ist, dass du wirklich dein Ziel so für dich gestaltest und dass du auch dein Warum oder deine vielen kräftigen Warums darum positionieren kannst. Ich habe jetzt schon beim Wie, habe ich jetzt schon das mit dem Vision Board schon erwähnt und auch das, was du, dass du das aufnehmen kannst, dass du es dir selbst immer wieder vorspielen kannst, dass du wirklich dir aufnimmst, was ist dein Ziel und dann danach aufzählst, warum das. Also das sind jetzt schon zwei Wie. Wie kannst du dich da selbst dabei unterstützen?
Und da gleich nochmal quasi in Klammern. Mache diese Dinge an guten Tagen so kräftig und tiefgehend wie möglich. Denn es werden Tage kommen, wo du von deinem Fokus abgelenkt wirst, wie bei mir, wo wir 4 Stunden im Stau standen und ich dann wirklich meine ganze Energie abgegeben habe, ohne dass ich es eigentlich aktiv gemerkt habe und dann einfach wirklich meinen Fokus verloren habe für ein paar Stunden. Und das mir dann später aufgefallen ist und ich jetzt mittlerweile selbst über mich lache, aber solche Dinge passieren. Solche Dinge können dir passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich darauf vorbereitest und alles so fest und so klar formulierst, dass du dann dich nicht aus dem Takt bringen lässt. Genau. Wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt nicht basteln mit, oder du hast vielleicht auch gar keine Kinder und auch das mit dem Aufnahmen ist jetzt nichts für dich, könntest du zum Beispiel auch die Erinnerungsfunktion deines Handys benutzen und dir einfach einmal am Tag eine Erinnerung schreiben. Und ich empfehle es beispielsweise auch meinen Klientinnen, die mit dem Rücken Probleme haben und die meisten arbeiten im Büro. Und es ist im Büro, ich habe auch lange Zeit im Büro gearbeitet, ist es mal so, dass man immer zu bestimmten Zeiten sich einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer holt. Und ich empfehle meinen Klientinnen immer, dass sie sich zu ihren gewohnten Zeiten einfach eine Erinnerung stellen oder sich so einen Zettel aufstellen am Schreibtisch, wo sie einfach notieren, 3 kleine Sportübungen machen zur Lockerung, zur Kräftigung und zum Dehnen. Das müssen keine großen Übungen sein. Also stell dir jetzt nicht vor, dass du jetzt mit riesengroßen Armkreisen durchs Büro watschelst. Das meine ich nicht. Es reicht schon, wenn du die Schulterblätter auf den Rücken zusammencrunchst, wenn du einfach mal wirklich eine kurze Dehnung an der Wand durchführst oder auf der Toilette, wenn du es jetzt nicht irgendwie im Büro durchführen kannst. Wenn du da noch Inspiration brauchst, schreib mich gerne an. Ich kann dir da gerne eine kleine Übersicht für mögliche Übungen, die du im Büro ganz schnell und intensiv durchführen kannst und die täglich, täglich. Weil es ist letztendlich so, nur mal ganz kurz abschweifend in das andere Thema rein, viele haben das Gefühl, dass das normal ist. Dass Schmerzen im Rücken und Co. normal sind, ist es nicht. Ist es nicht. Und du kannst was dagegen tun. Wenn du einen krummen Rücken hast und Haltungsprobleme hast, ist das nicht normal. Es ist nicht normal. Und du bist die Person, die für dich selbst die Verantwortung trägt. Und du bist dadurch auch die Person, die losgehen kann, die ihren Fokus auf solche Dinge setzen kann und anfangen kann, etwas für sich, für die Gesundheit und für deine Zukunft etwas zu tun. Deswegen fange an, setz dir deinen Fokus auf diese Dinge, wo du hin möchtest, setze deinen Fokus dahin, wo du hingehen möchtest. Und wir hatten jetzt die 3 Dinge, einmal das Vision Board, einmal das Auditive und wie gesagt, du kannst ja auch ganz einfach, das ist ja beides visuell und auditiv, diese Handy-Erinnerung, beziehungsweise du machst dir einen Klebi an den Computerbildschirm oder wo auch immer hin, wie dein Arbeitsalltag aussieht, kannst du dir ja auch andere Erinnerungsmöglichkeiten einfach einräumen. Wichtig ist, dass du dir tatsächlich immer wieder in dein Bewusstsein rufst, wo du hin möchtest. Gerade am Anfang, wenn du vielleicht noch nicht ganz so in deinem Fokus drinne bist, wenn du noch nicht so ganz gefestigt bist, nutze diese Möglichkeiten. Wir leben in einer Generation, wo wirklich solche Dinge uns ermöglicht werden. Also warum nutzen wir sie nicht? Let's go! Eine weitere Möglichkeit, um dein Ziel in das Unterbewusstsein zu integrieren, zu festigen, zu verankern, ist ein meditativer und hypnotischer Prozess, der VHK-Prozess nach Damian Richter. VHK heißt abgekürzt visuell, auditiv und kinästhetisch. Und dieser Prozess hilft dir dabei, dein Ziel in das Unterbewusstsein zu transportieren und da so fest zu verankern, dass du dieses Gefühl der Erfüllung tief in dir speichern kannst. Und dieses Gefühl, wenn du einfach weißt, da will ich hin, dein Unterbewusstsein weiß es dann, da möchte ich hin.
Das ist das, was ich erreichen werde. Dann hast du auch die Möglichkeit, noch mehr Leichtigkeit reinzubringen. Und das ist das, was wir im Leben wirklich doch wollen. Wir wollen unser Leben mit Leichtigkeit genießen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck in unserer Gesellschaft, dass alles immer nur am Limit läuft. Dass man muss so und so viel Arbeitszeit für die und die Firma mit der maximalen Auslastung bewirken und kann dann trotzdem immer noch sich noch mehr aufladen, weil das immer noch nicht genug ist. Und das ist einfach nicht leicht. Es ist nicht leicht. Und das Leben darf leicht sein. Wir haben jeder dieses eine Leben geschenkt bekommen und es darf leicht sein. Und umso wichtiger ist es, dass du weißt, wo du hin möchtest, wo dein Ziel ist und wohin du deinen Fokus richtest, um deine Ziele zu erreichen. Denn letztendlich ist es so, du bist der Mensch, der für dich verantwortlich ist. Und als Mutter kann ich dir wirklich sagen, dass wenn ich auf meinen Fokus schwebe, wenn ich wirklich genau weiß, wo ich hingehe, wenn ich wirklich fest fokussiert bin, dass mich nichts umhauen kann. Also auch das Geschrei meiner Kinder, wenn man wieder kleinen Zahn kriegt oder was auch immer, das ist okay. Ich habe mittlerweile wirklich, ich fliege quasi, ich fliege auf mein Ziel zu. Und natürlich ist es manchmal viel Arbeit. Und natürlich ist es manchmal einfach eine Herausforderung. Aber dafür lebe ich doch. Ich lebe dafür, Herausforderungen zu meistern, daran zu wachsen. Und das aber mit Leichtigkeit und nicht mit Stresserscheinung hier, Verspannung dort, Schmerzen hier. Nein, das ist nicht das Leben, was ich mir gewählt habe. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass das auch bei dir der Fokus wird, dass in deinem Fokus auftaucht, dass es leicht sein darf, dass man nach Hause geht und an Dinge denkt, die einfach einen erfüllen. Und ich habe heute zum Beispiel einer Freundin, Bekannten und ja, Kundin, sage ich mal, heute ein paar Daten geschickt für einen zukünftigen Kurs, den ich anbieten möchte. Und da kam dann zurück und arbeite nicht so viel im Urlaub. Das ist für mich Leichtigkeit. Ich habe dann auch nur geantwortet, ist es, wenn man den ganzen Tag das tut, was man liebt, dann auch arbeiten? Und so ist es. Ich tue das, was ich liebe. Und das heißt jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie deinen Job hinschmeißen sollst und irgendwas tun sollst, was du liebst. Es soll einfach das heißen, richte deinen Fokus darauf, wo du hin möchtest. Und dann ist es leicht und dann ist es auch dann plötzlich kein Arbeiten mehr. Und wenn du deinen Job liebst, dann mach ihn mit Leichtigkeit. Grenze dich ab und richte deinen Fokus darauf, wo du hin möchtest. Um nochmal auf den VHK-Prozess zurückzukommen, den ich dir kurz vorgestellt habe. Nach diesem Prozess bekommst du so ein Zielkärtchen, beziehungsweise benutze dieses Zielkärtchen schon während des Prozesses. Und dieses Zielkärtchen hat auch eine Ankerfunktion. Ich habe beispielsweise auch solche Kärtchen, wo meine Ziele draufstehen, mit denen ich bereits einen VHK-Prozess durchgeführt habe. Und sobald ich mein Handy nehme, wo diese Karten hinten in der Hülle drinne sind, schießt mir sofort dieses Gefühl der Erfüllung meiner Ziele in den Kopf, beziehungsweise in den ganzen Körper. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich fühle das immer unterschiedlich, aber ich weiß dann in diesem Moment, wo ich hin will. Ich weiß, wo mein Ziel ist und ich weiß dann immer wieder, okay, let's go, da geht's hin. Und dadurch werde ich ständig am Tag daran erinnert, was ich machen möchte. Und falls du jetzt denkst, okay, das würde ich auch gerne mal ausprobieren, melde dich gerne bei mir zu einem Vorgespräch und dann können wir gerne mal darüber sprechen, wie dieser Prozess genau abläuft und was da für dich möglich ist, dann kann ich dir den ganzen Prozess auch noch mal ein bisschen näher vorstellen. Jedoch kannst du zum Beispiel solche Zielkärtchen auch für dich benutzen. Also wenn du beispielsweise dieses Vision Board dir anfertigst zu Hause und es dir am besten irgendwo hinhängst, wo du ständig vorbeikommst, also in den Flur, in die Küche, wo auch immer, kannst es dir auch abfotografieren und dir einfach als Handy-Hintergrund einstellen, dann würdest du es auch ständig sehen. Und darum geht es. Es geht darum, dass du wirklich immer wieder in deinen eigenen Fokus kommst. Und das mag für dich jetzt für den ersten Moment
ein bisschen viel wirken. Und es mag für dich eventuell auch wieder ein bisschen manipulativ wirken. Aber ja, natürlich. Jedoch, wenn du jetzt einfach mal ganz ehrlich zu dir bist, wie oft am Tag lässt du dich manipulieren von Dingen, die dir nicht gut tun? Wie oft gibst du deiner Energie Dingen, die dir nicht gut tun? Wie oft schaust du eventuell irgendeine Werbung, wo du dann manipuliert bist und beim nächsten Mal im Einkaufsladen tatsächlich drüber nachdenkst, dieses Produkt zu kaufen, obwohl du genau weißt, dass es einfach total überteuert ist? Wie oft hast du darüber nachgedacht, oh ja, könnte ich ja mal ausprobieren? Das sind alles Dinge, ja, die manipulieren dich. Und die Frage ist, ob das wirklich das deinem Ziel förderlich ist. Und diese Dinge, die ich dir jetzt hier an die Hand gegeben habe, sind Dinge, die dir dabei helfen, dein Ziel durchzusetzen. Und es kann sportlich sein, das kann gesundheitlich sein, das kann aber auch sein, dass du vielleicht einen neuen Job möchtest, dass du deinen Traumjob finden möchtest, dass du vielleicht mehr Geld verdienen möchtest, dass du liebevoller zu deinen Kindern sein möchtest, zu deinem Partner oder was auch immer gerade die Herausforderung in deinem Leben sein sollte. Du kannst dein Leben so gestalten, wie du es möchtest, wenn du Verantwortung für dich selbst und deine Handeln übernimmst und deinen Fokus dahin lenkst, wo du hin möchtest. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du ganz einfach vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Aufwand investierst. Deswegen habe ich auch mit Absicht gesagt, tue dies an guten Tagen, tue dies, wenn es dir wirklich gut geht, wenn du gerade wirklich vielleicht gerade einen Erfolg feierst. Fange an damit, fange heute noch damit an, wirklich loszugehen, dein Ziel so prächtig und bunt zu gestalten, wie es nur kannst und immer mehr dazu zu kleben. Deswegen habe ich ja auch empfohlen, am Anfang vielleicht beim Vision Board ein großes Plakat zu nehmen. Weil immer, wenn du vielleicht eine Zeitung oder ein Prospekt oder was auch immer durchblätterst und du siehst ein Bild, wo du dran hängen bleibst und so denkst so, oh, die sieht ja gut aus oder der sieht ja gut aus oder das Kleid sieht ja gut aus, dann schneidest du aus und klebst mit drauf. Deine Ziele sind so vielfältig oder dein Warum kann so vielfältig sein. Wenn du 5 bis 10 Kilo oder mehr abnehmen möchtest, dann hast du ja da einen Hintergrund. Du willst ja nicht einfach nur abnehmen. Du willst vielleicht gesünder sein, du möchtest besser aussehen, du möchtest schmerzfrei sein, du möchtest eventuell ein besonderes Kleid, vielleicht ein Hochzeitskleid anziehen. Das kann alles sein. Und das Ding ist ganz einfach, du bist diejenige oder du bist derjenige, der das bewertet. Du bist die Person, die das in der Hand hat. Und wenn du zu dir sagst, oh, das ist doch albern, dann ist es deine Bewertung. Dann ist es deine Bewertung. Jedoch kannst du in deinem Leben nur die Verantwortung für dich selbst übernehmen, wenn du einfach mal auch mal Dinge machst, die nicht in deiner Komfortzone sind. Und das ist einfach auch der Punkt, dass die meisten Menschen in ihrer Komfortzone bleiben. Die meisten Menschen sich einfach nichts trauen, nicht rausgehen, nicht losgehen. Einfach mit dem Hintergrund, es könnte ja schiefgehen. Ja, aber was wäre denn, wenn es gut geht? Was wäre denn, was gut geht? Bereue in deinem Leben nicht die Dinge, die du falsch gemacht hast, sondern nur die Dinge, die du nicht getan hast. So ist es letztendlich. Und am Ende deines Lebens, wer möchtest du sein? Möchtest du die verbitterte Frau, der verbitterte Mann sein, der auf seiner Bank sitzt und sagt, ach, hätte ich doch mal, ach, hätte ich doch mal? Oder möchtest du die Frau sein, die Geschichten erzählt über Abenteuer, über Dummheiten und Quatsch und wer möchtest du sein? Und das entscheidest du. Und niemand anderes, nicht dein Chef, nicht dein Mann, nicht deine Kinder, nicht deine Eltern, niemand entscheidet das. Und auch wenn du vielleicht anders erzogen wurdest, auf einer bestimmten Art und Weise, bist du trotzdem die Person, die entscheidet, vielleicht genau diese Grenzen deiner Erziehung zu durchbrechen. Wir sind jetzt die Generation, die einfach anfängt, auch darüber nachzudenken, dass natürlich ich liebe meine Eltern und ich bin ihnen dankbar dafür, dass sie mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin. Jedoch kann ich trotzdem ganz viel anders machen. Ich kann trotzdem Dinge in Frage stellen und kann einfach sagen, okay, so nicht. Ich bin ein anderer Mensch. Ich bin, wer ich bin und ich bin dafür verantwortlich. Und mein Fokus setzt sich nach vorne. Da noch ein letzter Impuls, der für viele eine Herausforderung darstellt, nämlich geh nach vorne.
Gerade wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen mit der Gewichtsreduktion. Du wirst an Punkte kommen, du wirst an Herausforderungen stoßen, wo es mal langsamer geht oder wo es stagniert. Aber deswegen bleibst du doch nicht stehen. Du wirst vielleicht etwas langsamer, bildlich gesehen. Aber du gehst nicht zurück. Du gehst nicht zurück. Und es ist leider so, dass viele einfach sich denken, na ja, ich nehme jetzt 10 Kilo ab und dann haben sie die 10 Kilo abgenommen und dann hören sie auf. Dann hören sie auf, sie beginnen wieder ihr altes Leben zu leben und lassen ihren Fokus fallen, lassen ihre Ziele fallen und sind wieder die Person, die sie waren, bevor sie eigentlich losgegangen sind. Da stellt sich die Frage, wofür ist das Leben da? Ist das Leben dafür da, auf irgendetwas zu warten, immer wieder zurückzugehen zum Ausgangspunkt? Oder ist es dafür da, loszugehen und die eigenen Ziele zu verwirklichen, einfach an Wunder zu glauben, loszugehen und einfach mal was Verrücktes zu tun? Da auch eine kleine Geschichte. Wir waren ja in Kroatien und ja, am Meer kann man ja viele Wunder wahrnehmen, beispielsweise Ebbe und Flut. Und meine Kinder waren da sehr, sehr fasziniert, wenn wir früh morgens ans Meer kamen und dann haben wir so aus großen Steinen so kleine Planschbecken gebaut. Und die waren natürlich leer, weil immer noch Ebbe waren. Und sie konnten das im ersten Moment gar nicht verstehen. Aber wir haben dann lange darüber gesprochen und was es für ein Wunder doch ist, dass der Mond unsere Meere bewegt. Und meine Tochter war da total außer Rand und Band und es geht den ganzen Tag eigentlich nur darum, hallo Mann im Mond, kannst du bitte das Wasser etwas zurückmachen? Kannst du bitte das Wasser ein bisschen vordrehen? Und das ist es, das ist es. Wecke wieder das Kind in dir und glaube an Wunder, weil die Wunder passieren in unserer Welt. Sie passieren in deinem Leben. Und du bist die Person, die den Fokus so positionieren kann, dass dieses Wunder auch passieren kann, dass du sagen kannst, yes, ich bin bereit, Wunder, jetzt geschehe endlich. Das passiert aber nicht, wenn du dich ständig auf andere Dinge fokussierst, ganz besonders auf Dinge, die deine Energie offenbar dir entziehen. Ich war auch lange Zeit so, dass ich immer wieder meinen Fokus darauf gelenkt habe, auf Dinge, auf Personen, die meine Aufmerksamkeit wollten und die mir aber am Ende so viel Energie geraubt haben, dass von mir nichts mehr übrig war, dass ich am Ende so schwach war und so schlecht gelaunt war und gar nicht mehr handlungsfähig war, weil ich keine Energie mehr hatte. Und das hat mir nichts gebracht. Das hat mir nichts gebracht. Und das hat sich erst geändert, als ich dann wirklich meine Tochter bekommen habe und irgendwo gezwungen war, meinen Fokus konstant auf ein Ziel zu setzen. Und als dann das Ziel so ein bisschen kleiner wurde, die Herausforderung ein bisschen kleiner, habe ich angefangen, in meinem Leben einfach mal alles zu verändern und meinen Fokus auf Dinge zu setzen, die mir Energie geben. Und das ist es auch so, wenn du merkst, dass du fokussiert bist, dass du deinem Ziel näher kommst, dann gibt es dir Energie. Du bekommst immer mehr Energie und dann kommen auch die Wunder in deinem Leben. Und wenn du losgehst, dann passiert auf einmal alles, um dein Ziel zu erreichen. Also immer einen Schritt mehr auf dein Ziel zu. Das ist das, was du machen darfst in diesem Leben. Gehe los, gehe für dich los und setze dir wirklich ein langfristiges Ziel. Denn es geht in deinem Leben nur vorwärts. Und um nochmal auf den Eingangssatz zurückzukommen, ich bin ja so faul. Jeder, auch du, hast die Möglichkeit, heute noch die eigenen Glaubenssätze umzuwandeln. Und diese Frau ist nicht faul. Sie glaubt es vielleicht von sich selbst, aber sie ist nicht faul. Sie braucht definitiv nur ein paar Impulse, die sie einfach dahin bringen, wo sie hin möchte. Und sie versucht es ja offenkundig, aber sie ist ja zu faul. Und wenn sie sich einmal sagen würde, ich bin nicht faul, ich gehe jetzt los, würde sich alles ändern. Dann ändert sich alles. Definitiv. Und vielleicht geht es auch dir so. Manche Menschen stehen vor Herausforderungen und kommen nicht weiter. Aber da kann ich nur immer wieder sagen, dann suche dir einen Coach. Suche dir Menschen, die dir helfen.
Oder umgib dich mit Menschen, die dir helfen. Und da meine ich jetzt nicht, dass du jetzt dich mit Menschen treffen musst, die dir helfen, sondern hör dir zum Beispiel inspirierende Podcasts an, lese inspirierende Bücher, kauf dir Fachzeitschriften, die zu deinem Ziel geschrieben sind und so weiter und so fort. Umgib dich mit dem Thema. Und wenn du im ersten Moment einfach nicht rankommst, wenn du nicht weißt, wie du losgehst, dann do it. Dann such dir Dinge, die ganz einfach dahin führen. Und schon bist du den ersten Schritt gegangen. Und es das heißt nicht, dass du dann deswegen morgen schon die 10 Kilo abgenommen hast. Natürlich nicht. Aber du bist schon den ersten Schritt gegangen. Den ersten Schritt hin zu deinem Ziel. Und genau das ist es. Du bist so wundervoll. Wir alle, jeder Mensch auf dieser Welt ist so wundervoll. Und ja, ich glaube an dich und ich glaube an jeden einzelnen Menschen, der einfach losgeht, dass er seine Ziele erreichen wird. Und darum geht es in diesem Leben. Genau. So, bevor ich es jetzt noch dreimal sage, möchte ich jetzt nochmal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, um dir diesen Podcast anzuhören, falls ich dich noch irgendwie unterstützen darf. Vielleicht, um dein Ziel zu fokussieren, um dir vielleicht noch ein paar Tipps zu geben, um eventuell mit dir einen VAK-Prozess durchzuführen. Melde dich ganz gerne bei mir. Erreichen kannst du mich über meine Kontaktdaten, die ich dir in meine Shownotes verlinke. Und ich freue mich unendlich, wenn du mir unter dem heutigen Post auf Instagram mal kurz einfach notierst, wo dein Fokus gerade liegt, was deine Ziele sind und was dir dabei hilft, an deinem Ziel festzuhalten und dich jeden Tag neu zu fokussieren. Du bist so wundervoll, bleibe bewegt, deine Marie.